das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Aus. Mit dieser Regel, dass es dann den, nach dem vierten Foul auch dann 9 Meter gibt. Liul, fang mal an. Naja, soll ich sagen, manchmal kann es extrem vorteilhaft sein, wie man gesehen hat in dem letzten Spiel. Und manchmal kann es halt, wie soll ich sagen, extrem gegen dich fallen, wenn du ganz schön viele Fouls machst im Spiel. Aber eigentlich finde ich die Regel ganz gut. Und das zwingt halt auch den Gegner oder dich selbst dazu, dass du nicht so viel foulst. Jetzt habt ihr ja richtig starken Gegner mit Tennis Borussia gehabt im Finale. Habt ihr den so stark eingeschätzt? Also wir waren schon vorbereitet aufs Spiel. Unsere Trainer haben uns auch genau gesagt, wie wir taktisch vorgehen sollen. Und wir haben es auch, glaube ich, ganz gut gelöst und haben es halt über die Zeit gebracht. Und zum Schluss kam der Elfmeter und das hat uns halt den Sieg gebracht. Vitas, Vorname war richtig, ne? Genau. Vitas. Vitas, ihr seid sicherlich glücklich, ja? Und habt ihr auch nicht ein Spiel verloren während der gesamten Endrunde. War das letztendlich verdient, der Sieg oder der Turniersieg? Ich denke mal, man kann sehr stolz auf die Mannschaft sein. Wir sind mit 8 Spielern hier angereist und im Finale hatten wir leider nur noch 4 gesunde Spieler. Und die haben super 12 Minuten gut durchgezogen, taktisch sehr gut gestanden. Dann haben wir die ersten 2-3 Minuten Glück gehabt, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Aber danach sind wir viel besser ins Spiel reingekommen. Ich denke mal, verdient dennoch, dass Lukas auch das 1-0 noch macht. Du hörst auf, haben wir gehört? Kann sein, kann nicht sein. Dann ist das ja wirklich klasse, ne? Das letzte Spiel praktisch und dann Berliner Meister. Genau, aber ich höre zu Sommer auf, denn auf jeden Fall. Jetzt nicht, aber zu Sommer höre ich auf und mache was anderes. Okay. Jetzt haben wir noch einen alten Fuchs hier, beziehungsweise keinen alten Fuchs, aber einen ehemaligen Blau-Weiß 90 Berlin-Profi und einen Mitspieler von Kalle Riedle. Peter Sadernos, richtig? Ja. Peter, bist du glücklich über den Turniersieg? Ja, selbstverständlich. Also wenn man darauf hinarbeiten tut, das ganze Jahr eigentlich für die Hallenmeisterschaft, und dann kommt dann hinten raus, dass man mit dem Sieg nach Hause geht, das ist selbstverständlich immer das Schönste. Für die Mannschaft, für die Trainer, für die Kinder, für die Zuschauer. War ein traumhaftes Finale gewesen, auch verdienter Sieger runtergegangen durch so eine 10-Meter-Entscheidung. Schade eigentlich, weil ich das lieber aus der Spielrichtung heraus tue. Aber gut, so eine Entscheidung gibt es einfach mal. Das war diesmal für uns zum Vorteil. Lukas hat eine klasse gemacht und ja, klasse Turnier gewesen, verdienter Sieger und ja. Jetzt ist der Liul ja zum besten Spieler des Turniers gewählt worden, auch zum Torjäger mit 4 Treffern, wobei da waren auch noch 2 andere Spieler. Und wir haben erfahren, dass er zu Bayern München wechselt. Was gibst du so einem jungen Spieler mit als Rat oder als Tipp für so einen großen Verein? Das ist natürlich erstmal eine unglaublich große Ehre für einen Spieler. Diesen großen Schritt zu tun, mit jungen Jahren, mit 12 Jahren, auf die große Bühne zu gehen. Ja? Die Möglichkeiten hat er. Bayern München gibt ihm die Möglichkeiten. Die Entwicklung muss man weitersehen, wie die nächsten Jahre gehen tut. Aber grundsätzlich, wer den Weg, die Möglichkeit haben sollte, das einschlagen. Ja? Er ist ein ganz großer, er wird noch ein ganz großer, wenn er vom Verletzungspech wegbleiben tut, wird ein riesengroßer Fußballer. Und ich glaube, in Bayern München hat er gute Perspektiven. Umfeld stimmt. Mein Segen hat er. Kannst du das Mikro an Leo nochmal geben? Ja, Leo, wie ist denn das jetzt, nach München zu ziehen? Dani? Du hast ja auch viele Kumpels hier. Oder sagst du für mich, mir ist alles egal, ich will unbedingt Profi werden? Natürlich ist es, sag ich mal, hart, wenn man alle seine Freunde hier lässt. Aber es ist halt eine große Möglichkeit. Und wie gesagt, ich habe halt den Traum, irgendwann Profi zu werden. Und wenn so eine Chance kommt, dann sollte man sie, glaube ich, auch nutzen. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass ich dahin gehe.